Ja, Christian Mischer, mein Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so weiter. Hamburg, Berlin, Nähe von München. Diesmal Videoblog und wir machen mal wieder eine Reaktion. Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, Polarität, Männlichkeit, Weiblichkeit. Es ist ja auch Singles Day und also ich finde Single ja auch wirklich ganz normale Lebensform, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Nicht besser oder schlechter als in einer Beziehung sein, ist einfach anders. Finde es gut, dass es dann so einen Tag für gibt. Das war, wenn ich das jetzt hochlage, wahrscheinlich gestern, aber es gibt sicherlich noch jetzt heute an dem Freitag den Code auf die Datingkurse, den wir für so einen Singles-Tag rausgehauen haben. Das ist nämlich Singles Day 20, ein krasser Code, ein Drittel günstiger. Ich schreibe das hier unten nochmal in die Box rein auf Liebeschip und genau, nur noch bis heute 24 Uhr. Ja. Zweiter Teil, ich auf den ersten ja schon reacted und heute haben wir, geht jetzt der Protagonist hier von Funk oder die Frage geht jetzt zu einem Männerberater, Männercoach, whatever. Und ich glaube, das wird lustig. Dann schauen wir uns das mal an. Hilfe! Gibt's sowas noch? Ihr fragt euch vielleicht, was ich da mache. Und ich finde völlig zu Recht. Ich frage mich im Moment, wie sehr das Geschlecht mein Leben bestimmt und wollte das mal so ganz exemplarisch auch an mir selbst ausprobieren und habe mir dafür ein Männercoaching gesucht. Und da wollte ich einfach mal rausfinden, so, gibt es irgendwas in mir, was ich vielleicht bisher noch gar nicht wusste, was ich noch nicht kennengelernt habe oder etwas, das ich bisher irgendwie versteckt habe. Was mich aber total nervt, ist, wenn mir jemand sagt, wie ein Mann zu sein hat oder wie ich zu sein habe. Und genau das passiert aber im Moment im Netz, finde ich. Naja. Also das passiert aber auch, ich meine ja auch, der Kanal fördert das ja auch sehr, finde ich. Natürlich soll man niemandem sagen, wie er zu sein hat, oder tatsächlich sagt man den Männern momentan, wie sie zu sein haben, nämlich, aber genau, glaube ich, gegenteilig, wie er das meint, nämlich diverser, weiblicher und ich weiß nicht was. Und naja, da mischen die ja auch ordentlich mit. Aber natürlich sollte das nicht sein. Es ist immer nur die Frage, das Verhalten, was ich zeige, führt das zu dem, also wenn wir jetzt über Dating reden, führt es zu dem Erfolg, den ich gern haben möchte im Leben so, ne? Und alles andere ist da, was jetzt meine Belange angeht, zweitrangig. Und aber da hat er natürlich vollkommen recht, also das sollte einem niemand sagen, ne? Das stimmt. Gibt es so eine richtige Pro-Männlichkeitsbewegung? Nein, ich sage mal. Ja, gibt es, aber als Reaktion auf eine Gegenmännlichkeitsbewerbung und diese ganze Kram rund um diese Gillette-Werbung zum Beispiel, wo dann, natürlich gibt es toxische Männlichkeit, aber schon eine Frau ansprechen schon toxische Männlichkeit ist und so weiter. Das ist eine Gegenbewegung. Natürlich hat die ihre Probleme, aber es ist eine Gegenbewegung, weil es vor allen Dingen eine Bewegung gibt, dass Männer nicht mehr richtig männlich sein sollen, so, ne? Das ist ja das Hauptproblem, sag ich mal. Qualitativ hochwertiger Mann. Das ist automatisch auch immer ein Mann, der gewisse Werte hat, diesen Werten treu ist. Ein Mann ist... Also ganz ehrlich, also Werte haben und seinen Werten treu haben, also wenn das eine männliche Qualität ist, finde ich das eine richtig... Also das ist ja was, was ich immer wieder beklage, jeden Tag dieser Verlust von Werten, dass Menschen nicht mehr zu ihrem Wort stehen. Und wenn das eine urmännliche... Qualität sein sollte, dann ist es verdammt gute Qualität. Und ja, ich finde, es gehört aus meiner Sicht, also es gehört eigentlich zum allgemeinen Menschlichkeit, dass man zu seinem Wort steht, aber ich finde tatsächlich, dass es, ich empfinde es auch als eine Sache, die ich als Mann gern leben wollen würde. Versuche ich auch, aber leider ist die Welt ganz anders, aber finde ich ein gutes Beispiel. Dann ein Mann, wenn er unabhängig ist. Ja, der gute Christian Bischoff. Ich würde mal sagen, ein Mann ist in seiner männlichen Polarität, wenn er unabhängig ist, hat er vollkommen recht. Aber das muss man halt immer unterscheiden, männliche Polarität und Mann, weil nicht jeder Mann in seiner männlichen Polarität, das muss er auch nicht, wenn er lieber einer Weibchen sein will, ist das total in Ordnung. Aber tatsächlich gehört das zur männlichen Polarität, ja. 10 Dinge, die einen echten Mann ausmachen. Der politisch korrekte Mann, der vertritt viele Werte überhaupt nicht. Kann er auch gar nicht.
weil Angst hat, dass wenn er mal den Mund aufmacht, dass dann gleich einer auf die Deckel bekommt. Ja, das hat er vollkommen recht. Ich meine, ich weiß nicht, ich kenne den jetzt nicht, also ich finde diese Red Pill-Bewegung, aber das wäre ein anderes Video nochmal, finde ich auch ein bisschen problematisch, weil das einfach viel zu weit geht. So. Aber hat er recht? Also männliche Qualität war zumindest bisher immer auch seine Meinung sagen. Ich meine, es ist auch einfach eine selbstbewusste Qualität, für Frauen natürlich auch, aber also männliche Polarität ist definitiv für sich einstehen, no matter what, ne? Ganz klar. Guter Naturklub. Klar, das Genmaterial, das geht nicht mehr weiter. Bei Kursen mit solchen Coaches, da hätte ich ja wirklich überhaupt keinen Bock mitzumachen. Ich habe aber den Coach gefunden, der mir viel sympathischer war und der hat einen ganzheitlicheren Ansatz. Der will eher den Leuten helfen, die persönliche Rolle zu finden. Frank, hallo. Hey Frank, ich bin der Andreas. Hi Andreas. Wir werden in Kontakt kommen miteinander, werden auch ausprobieren, wie es ist, körperlich in Kontakt zu gehen und auch verbal etc. Und da? Also verbal in Kontakt bin. Das ist einfach so geil. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt. Irgendwie so. Ich kenne das so aus den 90ern, Nullerjahren, Gestalttherapeuten, Heldenreise. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wem das ist, aber so ein ganz bekanntes Konzept. Ja, und auch wieder Rede. Ach, das. Mann, ich kenne das alles so von früher, so also nach dem Psychologiestudium und so, war ich auch mal mit irgendwelchen Männergruppen und ich erinnere mich gerade voll daran. Ne? Ja, total gewöhnt, ja. Körperlichen nicht so. Okay, schön. Also es ist auch was ich in meiner Stimme, Vergangenheit, glaube ich, immer vermieden habe, ist die körperliche Auseinandersetzung mit irgendjemandem. Wunderbar. Dann haben wir was Schönes, wo wir ja experimentieren können, weil die Arbeit funktioniert schon so, dass jenseits der Komfortzone ist, da wo die Musik spielt, ist da, wo es. Unsere erste Etappe ist einfach, diesen Berg hochzugehen. Ja. Da oben ist unser Ziel. Gehört ja auch nicht umsonst zu vielen Initiationsriten von Männern verschiedener Kulturen, dass sie in die Natur gehen. Deswegen kann ich verstehen, dass er das hier nutzen will. Gibt es ja viel so Rituale, genau. In die Augen. Mhm. Danke. Einfach mal Zeit, deinen Atem zu spüren. Spür deinen Körper, dein Becken und dein Geschlechtsteil, dein Geschlecht. Das ist echt so 90er und Nuller, finde ich. Aber ja, ich meine, das ist alles gut. Ich finde, er macht das auch irgendwie gut. Kann man jetzt eigentlich nichts sagen, aber ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Wenn ich das so heute sehe, finde ich irgendwas daran so ein bisschen awkward. Ich weiß, kann man gar nicht genau sagen, was. Ich würde sowas heute nicht mehr machen. Also wenn ich in der Paartherapie das Gefühl habe, ein Mann ist nicht so in seiner Power, dann sage ich, ja, würde ich jetzt nicht als erstes an so Männercoaching denken, sondern an, weiß ich nicht, eigentlich müsste der mal 4 Wochen auf die Bohrinsel, so ungefähr. Ich glaube, da lernt man manchmal mehr über Männlichkeit als bei vielen anderen Sachen. Aber ist jetzt alles gut. Ich finde, er macht das irgendwie gut, wem das gefällt. Also ich finde, mich wäre es heute zu, dieses wieder in sich reinspüren und wäre mir persönlich fast schon wieder zu wenig männlich. Irgendwie, natürlich sollen Männer Gefühle haben und alles, aber das würde mich jetzt in so einem Männertraining nicht interessieren, so muss ich sagen. Ja, wichtig da, das mit dazu zu nehmen, dass du mit deinem ganzen Körper hochgehst. You go. Es ist vielleicht wichtig zu sagen an dieser Stelle, dass Andreas die Geschlechter jetzt nicht gegeneinander ausspielen will, aber er vertritt schon die Meinung, dass es große Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau und hauptsächlich wegen der... Ach, endlich sagt es mal wieder jemand, ja, es gibt Unterschiede! Ja, 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 ja! aber es ist gut, ist auch schon wieder zwei Jahre, ist glaube ich nicht so ganz aktuell hier. Heute darf man es ja schon fast gar nicht mehr sagen, dass es Unterschiede gibt. Ja, es gibt Unterschiede. Oh Wunder. Ich glaube, genetisch sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau sogar, habe ich das nicht mal gelesen, dass sie sogar größer sind als zwischen... Ich kriege es nicht mal so ganz auf die Reihe, da wurde irgendwie genetische Unterschiede zwischen Mann und Frau verglichen mit genetischen Unterschiede von Mensch allgemein zu... weiß ich nicht, Schimpansen oder irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall irgendwas echt Krasses. Aber darf es natürlich alles nicht geben. Naja. Bohne. Sehe ich nicht ganz so. Ich fand es trotzdem interessant, mich einfach mal in seine Denkweise so reinzufühlen. Um Testosteron zu erhöhen, kann man innerhalb von 2 Minuten machen. Ja. Durch bestimmte Gesten. Zeig mir mal, was du so als stolze Sieg... Ja, Männer haben Testosteron und es ist für viele Männer...
eine gute Idee, diesen Wert zu erhöhen. Also auf natürliche Weise, weil sie sich dann einfach wohler fühlen, mehr in ihrer Priorität sind, mehr Erfolg haben. Und da hat er vollkommen recht. Und das ist auch mal sowas Banales wie genug Sonne kriegen, Vitamin D, wird Testosteron produziert. Auch diese ganze NoFap oder No-Nut-November-Geschichte geht ja auch in die Richtung. Aber gut, wollen wir jetzt hier nicht darauf eingehen. Aber da hat er vollkommen recht. Und auch wie man sich hinstellt, das spielt eine Riesenrolle. Das finde ich richtig gut. Pose für dich ausprobieren magst. So. Auch wenn es erstmal total komisch ist. Genau, diese Art zu schauen. Ja, gefällt sie nicht. Stimme. Das sieht man wieder. Genau, das Lachen. Alles. Ich merke halt so direkt, das bin nicht ich. Ja, natürlich nicht. Wir sind ja keine. Glaube ich nicht. Keine Urmenschen. Urmenschen. Was passiert denn dir, wenn ich das mache? Schau mir zu. Wobei ich schon spannend finde, wie er so drüber lacht, ne? So als frage mich, ist das jetzt nur, wie er jetzt gestrickt ist? Also er kann das ja für sich so finden oder ist da jetzt Gesellschaft mit drin, dass man heutzutage nicht mehr männlich sein darf? Wäre auch eine interessante Frage, ne? Oh Gott, ich krieg Respekt vor dir, so dass ich mich so ein bisschen zurückkümmere. Ja, jetzt krieg ich Respekt vor dir. Ja, genau. Es geht mir viel durchs Leben. Liebe immer. Ja. Allein schon, wenn man immer aufs Handy schaut, geht man gebückt. Ja, oder stimmt. Das steht so da. Und das wirkt auf die hormonelle Ebene. Nimm mal so richtig viel Platz ein. Guck mal, sieht doch gleich ganz anders aus. Damit habe ich ein wahnsinniges Problem. Dieses Alpha-Tier-Gehabe so rauszulassen und das so zu zeigen. Ich will auch kein Typ sein, der so in den Raum reinkommt und sagt. Also wenn er sich da wirklich nicht drin wohlfühlt, ist ja alles gut, ne? Aber wenn er eigentlich vom Typ her so in der männlichen Polarität wäre, dann nimmt er sich natürlich wahnsinnig viel damit, weil das ist einfach, worauf Menschen, Männer, Frauen reagieren und macht sich das Leben einfach so fucking schwer irgendwie, ne? Weil, ja, Männer bilden nun mal Hierarchien und, naja. Weißt du, was ich meine? Nee, natürlich nicht. Ich möchte ein umgänglicher Mensch sein. Und ich möchte mich auch nicht von meinen Man kann komplett in seiner Polarität sein und ein komplett super netter, umgänglicher Mensch, bis man natürlich irgendwie verarscht wird, dann sagt man vielleicht mal was, aber das widerspricht sich überhaupt nicht. Leiten lassen. Also es ist nicht so, dass ich das in mir spüre, auch diese Kraft. Also es ist ganz schön schwierig für mich. Wie ist es denn mit euch? Egal, ob ihr euch jetzt als männlich, als weiblich oder als genderqueer definiert, was verbindet ihr mit Männlichkeit? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Solange du zufrieden bist und in deinem Leben glücklich bist, gibt es keinen Grund, irgendwas zu verändern. Ja. Die meisten Menschen kommen an einem Punkt irgendwo in eine Krise und machen sich deshalb auf die Suche. Ich finde es ja interessant, dass ich jetzt gerade hier eben stand und nicht so schreien konnte, weil ich das vielleicht ja auch sehr bewusst eben ablehne. Viele Downwards, ne? Und das ist ja auch was, dieser Drang dagegen zu arbeiten, hat ja auch was mit irgendwie mit einem Gefühl zu tun, das man nicht zulassen will. Ja, und es bindet sau viel Energie. Das sind Rollen, die uns einschränken, wenn wir uns nur ein bestimmtes Spektrum vom Menschsein erlauben. Lass uns mit Blicken beginnen und mit Lauten. Okay. Mit dazu. Das ist echt gut für dich. Das ist so geil. Ja, wie schlapp, ey. Oh, das macht er echt gut. Ja, was passiert? Wow. Weiß nicht. Ja, also er fühlt es einfach nicht, der Reporter hier. Und man merkt auch, dass es nicht so richtig durch seinen Körper durchgeht. Also bei ihm kommt das da richtig so von unten raus. Ne? Das hat schon echt Power. War gut. Was war denn gut jetzt? War gut, mal so ein bisschen zu schreien. Ja. Das war ein sehr animalischer Moment in meinem Leben. Aber Andreas hat gesagt, dass er gerne eine Übung machen würde, die mich noch mehr herausfordert. Also nochmal kurz die Erinnerung. Stopp. Ja. Gesagt heißt Stopp oder auf den Boden klatscht. Mhm. Genau, ich will hier durch und du willst aber entscheiden. Und okay. Was passiert? Pardon. Keine Kraft mehr. Okay. Bleib mal einen Moment. Wie fühlt sich das an?
Gut. Ich hätte gern gut. Ich finde das eigentlich eine gute Sache. Ich finde das Ganze über den Körper arbeiten super gut. Und auch für Männer, die sich vielleicht nicht durchsetzen können, oder Frauen eigentlich auch, da so mal zu merken, so, warum kann ich mich eigentlich nicht durchsetzen? Was fühle ich da? Was passiert da? Und das auch mal so Körper. Also ich finde diese Gestalttherapie auch echt cool. Das ist ja leider alles ein bisschen untergegangen in diesen ganzen Vereinheitlichungen. Ist echt eine schöne Sache. Du hättest gern gewonnen. Gibt es da so eine Seite, ja? Ja. Es gibt schon eine sehr ehrgeizige Seite in mir. Da geht es doch schon in die Richtung, sollte man eigentlich nicht so sein, oder? So ehrgeizig. Hat er nicht. Ja, naja. Ja, also es geht deswegen in die Richtung Ehrgeiz, ja, wichtig. Aber gönn den anderen auch den Erfolg. Das kann ich auch meistens. Also gerade für uns Co-Abhängige, sag ich mal, ist wirklich wichtig, auch mal zu nehmen und auch mal gewinnen zu wollen, so, ne? Nicht immer so in diese Opferrolle zu gehen, ist echt wichtig. Ja. Gut eigentlich. Total interessant, was ich mir selbst so verbiete, was vielleicht auch Teil von mir ist. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich manchmal dagegen arbeite, bestimmte Sachen rauszulassen, weil ich nicht typisch männlich sein will. Das ist schon mal eine sehr spannende Erkenntnis. Ja, ich finde jetzt schon nicht, dass Wut und Aggression raus... Ob das ein Mindset, nicht einfach nur ein Mindset von ihm ist, dass er nicht männlich sein will, darf, weiß ich nicht. Lassen, dass das besonders was mit Geschlechtern zu tun hat, weil ich schon finde, dass jeder Mensch eigentlich einen guten Zugang zu seinen Gefühlen braucht und auch haben sollte. Oh. Das war mir ehrlich gesagt vorher tatsächlich nicht so bewusst, dass ich da vielleicht an dieser Seite von mir etwas, ja, vielleicht unterdrücke, verberge, aber bestimmte Verhaltensweisen, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mir das auch verboten habe, weil ich will ja kein Arschlochtyp sein. Vergiss das klassische Männerbild. Mhm. Als wärst du eine Art Gegenreaktion, finde ich. Mhm. Und damit bist du gebunden. Du schaust zurück auf klassische Männerbilder und bist durch sie definiert. Mhm. Halt in der Gegenreaktion. Mhm. Ist unfrei. Also man soll sich tatsächlich das Gute rausholen. Natürlich wollen wir aus dem klassischen Männerbild nicht rausholen, dieses, ja, wie soll ich mal sagen, übergriffiger, was Männer natürlich in der Vergangenheit definitiv viel zu viel hatten. Das wollen wir natürlich nicht haben, aber man sollte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ne? Das war so der Punkt, als ich gemerkt habe, dass es Andreas eben gar nicht um dieses klassische Bild geht von männlich und weiblich, sondern dass Andreas eigentlich nur helfen will, zu erkennen, welche Anteile in einem schlummern und die dann möglicherweise auch auszuleben. Das ist deine Augenbinde. Okay. In dieser kommenden Fantasiereise geht es um archetypische weibliche Anteile. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, was kommt. Lass dich überraschen. Was jetzt in deiner Ja, also das verstehe ich jetzt nicht so richtig, warum man jetzt zum Männertraining geht und muss man seine weiblichen Anteile angucken. Das... Oh, ich höre gerade mit. Die Szene sich entfalten und du bist Teil davon. Ja, also bei diesem Spiel sollte ich mich in zwei Menschen reinversetzen, die ineinander verliebt sind, Mann und Frau. Und ja, so ein bisschen herausfinden, was finde ich an dem anderen Menschen interessant, was finde ich an dem anderen Menschen gut. Wie fühlt sich dein Körper an? Das will ich jetzt nicht sehen. Atme. Lausche. Geh in diesen Körperkontakt. Stell dir das so intensiv wie möglich vor. Das ist so unangenehm zu sehen von außen. Also ich geh mal ein bisschen vor, das finde ich auch ein bisschen awkward, ey. Echt. Ja. Was hast du erlebt? Ich war in einem Zirkuszelt. Und es war eine Techno-Party. Genau, und ja, da habe ich dann jemanden kennengelernt. Ja? Wow. Ja, genau. Was hast du bewundert an ihr? Dieses, ja, so ein, so was Wildes, Verrücktes. Das findest du anziehend? Mhm. Scheinbar. Wildheit, ja. Verrücktheit. Ja. Was wir gerade gemacht haben, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Metaebene gehen zusammen, dass das Projektionen von Anteilen sind, die du in dir selber trägst. Entweder du hast sie, spürst sie schon, oder es sind Potenziale.
Ich würde sagen, irgendwie, dass wir bestehen aus vielen Anteilen. So ein paar sind vielleicht absolut prototypisch männlich, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch total viele Anteile in mir trage, die vielleicht eher weiblich von der Gesellschaft irgendwie eingeordnet werden. Ja, auch absolut. Und dass wir da eher so eine Art Mosaik sind aus verschiedenen Teilchen und jeder Mensch da irgendwie vielleicht anders zusammengesetzt ist. Ich weiß, du hast Filme schon gemacht, glaube ich, in die Richtung Transgender und so weiter. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Vorreiterrolle, da locker zu werden. Die Freiheit, meinem Wesen nachzuleben, das ist für mich was ich allen Menschen wünsche auf diesem Prozess. Scheiße, soll ich jetzt anfangen zu weinen? Für sich immer. Oh, also das triggert mich mal total an, wenn Männer so total weich werden und aber ich meine, ich kenne das alles aus diesen jahrelangen Ausbildungen und klar, da wird natürlich immer viel rumgeweint und aber es ist jetzt eine Sache, die ich heute nicht mehr unbedingt trainieren wollen würde in mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er hat natürlich recht, er hat natürlich vollkommen recht. Wir sollten uns locker machen mit Geschlechterrollen. Mir geht es immer nur ums Dating und Beziehungen, weil Beziehungen einfach scheiße laufen, wenn man sich über diese Polaritätsthemen nicht klar ist. So. Beziehungsweise unterschiedliche Erwartungshaltungen da im Paar sind und man nicht in der Polarität lebt, die eigentlich die eigene ist. Ne? Also insofern sind meine Lehren da komplett genderkompatibel, auch wenn das erstmal auf den ersten Blick immer nicht so aussieht, weil natürlich soll jeder... Wer sich Kleider anziehen will, sich schminken will, soll das machen. Muss halt immer nur überlegen, was passiert da mit mir beim Dating, so, ne? Oder in Beziehung, oder bin ich mich eigentlich mich so als Mann fühle und aber nehme ich nicht so. Warum macht das irrsinnige Probleme in Beziehungen? Also meiner Ansicht nach kriegt man kaum eine Paartherapie auf die Kette, wenn das Polaritätsthema nicht läuft, so bei wirklich Paaren, die lang zusammen sind. Weil dann einfach der Drive weggeht, so, ne? Und insofern, deswegen hacke ich da mal hier so viel drauf rum. In diesem Sinne, holt euch die fucking Dating-Kurse und wir werden uns bald wiedersehen.